Gesund, lecker und raffiniert, dafür aber schnell zubereitet, das sind Christian Henzes Grillklassiker. Und er verrät uns seine besten Rezepte, nur uns natürlich. Los geht's mit einem Tex-Mex-Klassiker. Ich werde ein richtig geniales Chili vom Grill machen. Das Ganze mit einem Honig-Minz-Dip. Vor dem Futtern heißt es erstmal ordentlich schnibbeln. Karotten, Paprika und nicht zu vergessen. Weil das Chili ja scharf sein soll, kommen die so, wie sie sind, auch mit den Samen und den Samenwänden mit in das Chili rein. Noch ein paar Champignons und ordentlich Knoblauch dazu. Das Wichtigste fehlt aber noch. Ich habe hier wirklich ein wunderschönes Stück Fleisch, ja, in Rindfleisch, gut abgehängt, tolles Stück. Das kann ein Entrecote sein, eine ganz normale Lende, ein Stück aus der Keule, aber halt echt ein gutes Fleisch. Theoretisch auch ein Stück Wagyu. Wir bleiben heute bei der Rinderlende, das Feinste vom Feinen. Und Christian spart hier schon mal nicht. Ich habe mir einen schönen großen Topf, so einen Dutch Oven oder einen Wok, auf dem Grill ordentlich vorgeheizt. Und dieses Ding hat hier Power ohne Ende. Der ist richtig schön heiß. Und als Erstes werde ich jetzt das Fleisch anbraten. Soweit, so einfach. Christian lässt die Fleischstücke bewusst etwas größer. Hackfleisch kann ja jeder beim Chili con Carne. Richtig schön brutzeln, dann Gemüse dazu. Ist das geil? Grillen heißt nicht nur Schweinenackensteak, sondern auch mal sowas. Das ist doch toll. Wow, sehr geil, farbenfroh. Mais und rote Kidneybohnen dürfen auch in Christians Grillchili nicht fehlen. Dazu noch passierte Tomaten und ein satter Schluck Rotwein. Da gilt das altasiatische Sprichwort, viel hilft viel. Klar, Christian. Und ganz viel rühren. Das schmort jetzt und ich würde mal so ganz gemütlich so einen Dip noch zubereiten. Einen Zweig Thymian in Creme Fraiche, dann ordentlich Honig dazu, würzen mit Salz und Pfeffer und alles gut verrühren. Ins Chili kommt ein Schluck Olivenöl. Dann ist es auch schon fertig zum Anrichten. Ein Brot dazu, ja, ein frisches, kaltes Bier und alle sind mega happy. Garantiere ich das. Sehr fein. Guten Appetit. Was für ein Augenschmaus, oder? Chili con Carne vom Grill. Das war Henzes Grillstreich Nummer 1. Wie geht's weiter? Wie wär's mal mit einem Grillhähnchen? Super gefüllt, bisschen Salat dazu. Für die Füllung gibt's eine klare Ansage. Jede Menge Knoblauch und ganz viele Limettenstücke. Richtig viel rein. Und zwischendurch kommt in die Bauchhöhle Kräuter. Ich habe die einfach aus meinem Garten. Richtig schön Thymian, bisschen Basilikum vielleicht, Salbei, Estragon. Zum Schluss, klar, wieder Knoblauch und Limettenstückchen. Zwischendurch macht Christian die Marinade für das Grillhähnchen. Olivenöl, geräucherter Paprika und Pfeffer. Und meine Lieben, das war's eigentlich schon. Ja? Viel mehr braucht man für die Marinade nicht, weil der Geschmack kommt vom Knoblauch und von dem Flavor von Limettenschale und Limettensaft. Rauf auf den Spieß mit dem Hähnchen. Und dann kommt das Massageöl. Quatsch, die Marinade. Und die schön gleichmäßig einmassieren. Mit Hingabe. So, Deckel zu. Ja, so 40 Minuten in etwa. Und dann gibt's unfassbar geniales Grillhähnchen. Okay? Und jetzt gibt's einen Salat. Salat passt ja immer hervorragend zum Hähnchen. Das sieht schon mal gut aus. Und dazu würde ich ein Dressing rühren. Das Dressing besteht aus etwas Mayonnaise, Sour Cream, Pfeffer und etwas Hummus. Der Salat ist angemacht. Was macht das Hähnchen à la Henze auf dem Grill? Ist auch fertig. Da muss sich sogar der Koch mal selbst loben. Ich würde mal sagen, das ist fast wie Weihnachten. Aber nur fast. Und das Anrichten sowieso Mr. Henzes liebste Übung. Low Carb mit ganz viel Geschmack. So grillt man Hähnchen heute. Guten Appetit. Er hat so recht. Grillhähnchen 2.0 eben.
Etwas exklusiver wird es jetzt. Meine Lieben, das ist Zedernholz. Und das ist eine Zedernholzplanke. Und diese Zedernholzplanken werden in Wasser eingeweicht. Und darauf gibt es Jakobsmuschel asiatisch mit ein bisschen salbigen, tollen Salat dazu. Wirklich was Außergewöhnliches. Statt eines Holzspießes verwendet Christian eine Stange aus Zitronengras für die Jakobsmuscheln. Dazu passt hervorragend ein Saiblingsfilet. Ich habe bei mir im Garten eine Zutat, die man im Übrigen auch in jedem Supermarkt kaufen kann. Das sind Kaffee-Limettenblätter. An Geschmack nicht zu überbieten, wenn man die so ein bisschen kneift. Die geben ein herbes, frisches, zitronenartiges Aroma. Ein bisschen Lauch, Zwiebeln und Koriander. Dann wird der gute Fisch auf die Planke platziert. Und obendrauf kommt jetzt eine schöne Marinade. Chili-Soße, Sojasauce, etwas Currypulver und Olivenöl. Schon ist der perfekte Dip fertig. Jetzt passiert Folgendes. Das Holz wird heiß, ja, entwickelt Rauch. Und das Rauch, dieser Smoke, geht quasi in den Fisch und in die Jakobsmuschel rein. Und es schmeckt toll. Christian macht dazu noch einen frischen Salat mit Zuckerschoten, Paprika und Tomaten. Süße Mango und eine süß-säuerliche Passionsfrucht runden das Ganze ab. Und dann das Ganze marinieren mit etwas Zitronenöl. Ein toller, frischer Salat. Aber jetzt kommen die Hauptakteure. Ja, Jakobsmuscheln. So, was man jetzt machen könnte, dass man wirklich einmal noch die Planke direkt auf den Grill stellt, dass sie schnell noch mal ein bisschen braun wird. Jetzt müssen wir aber aufpassen, 2-3 Minuten, dann gibt's Essen. Das geht bei uns natürlich schneller. Fernsehen eben. Und Christian Henze richtet wieder an. Sensationell. Glücksgefühle garantiert in kulinarischer Mission. A la Christian, guten Appetit. Wir sind missioniert. Jakobsmuscheln vom Grill. Einfach wow. Weiter geht's mit einem echten Imbiss-Klassiker. Was isst man gerne auf Volksfesten? Überleg mal. Steaksemmel? Ja, genau. Ich zeige euch mal die Christian-Henze-Gourmet-Variante. Hört, hört. Es geht schon mal los mit dem Brötchenbelag, Olivenöl und Tomatenmark. Noch ein bisschen Pfeffer drüber. So weit, so gut. Jetzt geht's an die Gemüseauswahl mit Zucchini, Paprika und weißen Zwiebeln. So, und das Ganze kommt jetzt auf so eine Grillplatte. Plancherplatte heißt das Teil. Tolle Geschichte. Und da könnt ihr zum Beispiel so Gemüse grillen. Rauf auf den Grill damit und nicht vergessen, ordentlich Salz drauf. Die Brötchenhälften röstet Christian leicht an. Last but not least, das ist das Wichtigste für ein Steak-Sandwich. Freunde der gepflegten Kochkunst, ein schönes Steak. Also ich habe mir gedacht, mach einfach mal ein Filet. Schönes Rinderfilet. 2 Scheiben, 1/2 Zentimeter dick. Jawohl, ordentliche Scheiben. Schön würzen auf beiden Seiten und ab auf den Rost. Das sieht alles schon verdammt lecker aus. Das Fleisch ist fertig. Ich will es ja schön medium gebraten. Also einfach nur mal kurz angrillen, ja, nicht so viel. In der Ruhe liegt die Kraft. Da oben ist so gemütlich warm und das Fleisch kann so ein bisschen nachgaren. Das Gemüse bekommt noch eine kleine Balsamico-Dusche und das Brötchen einen Frischkäse-Mozzarella-Aufstrich. Und obendrauf kommt jetzt das geschmorte Gemüse. Viel hilft viel, haben wir uns sagen lassen. Und naja, es stimmt. Es kommen Sardellen dazu. Und ganz viele von euch mögen mit Sicherheit keine Sardellen. Aber Sardelle ist nicht gleich Sardelle. Es gibt diese großen, langen, leicht rötlichen Sardellen. Die sind kulinarisch wirklich sensationell. Und probiert es mal, auch in Kombination mit dem Fleisch. So lecker. Steak Sandwich. Probiert es. Ja, kann man auch gut und gern mit Messer und Gabel essen. Guten Appetit, großes Bier dazu und alles wird gut. Einfach nur wow, Grillmeister Henze. Geht's noch geiler? Ups, oh ja. Wir machen jetzt mal was, womit ihr nicht rechnet. Einverstanden? Und zwar ein Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn auf dem Grill. Flambiert mit Früchten. Hello. Alaf geht auch. Für den Kaiserschmarrn-Teig zuerst einmal 6 Eier trennen. Ist Arbeit, lohnt sich aber. Zucker und Mehl dazu und gut verrühren.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eine Auflaufform oder man nimmt einen Wok und da kommt jetzt ein Stückchen Butter rein. Und natürlich auch der ganze Teig für den Kaiserschmarrn. In der Zwischenzeit gibt's Christians Beerenauslese. Die muss aber noch etwas warten. Denn der Teig im Grillwok muss auch linksrum bräunen. Das kann ruhig so ein bisschen deftig, kräftig sein. Kaiserschmarrn vom Grill wird jetzt auch zum Klassiker, oder? Was kann man alles auf so einen unfassbar geilen Gasgrill anstellen? Jetzt stelle ich mal auf massive Temperatur, weil der Kaiserschmarrn, der muss jetzt karamellisiert werden. So, erstmal in kleine Stücke gebrochen oder gezupft. Pinienkerne dazu und ordentlich Zucker. Dann kommen die Beeren dazu und ordentlich Orangenlikör zum Flambieren. Jetzt geht's ans Anrichten. Puderzucker drüber, was bei jedem Kaiserschmarrn ein Muss ist. Jetzt steht dem Glück nichts mehr im Wege. So funktioniert es. Gläschen Prosecco dazu, gepflegte Atmosphäre. Und das ist der süße Abschluss eines Grillabends. Guten Appetit. In der Tat, Kaiserschmarrn vom Grill. Ein Anblick zum Anbeißen.